BBC-WM im Schwergewicht Münchens Olympiahalle hat sich herausgeputzt und sie erwartet nicht etwa einen Bankräuber, der da um die Ecke kommt. Nein, er möchte den BBC-Gürtel mitnehmen. Derek Chisora, geboren in Simbabwe, aber unterwegs für England. Und er fordert heraus diesen Mann aus der Ukraine, Vitali Klitschko. Wer kennt ihn nicht? Einer der zwei Dominatoren des Boxschwergewichts. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Wladimir. Und die Provokationen gehen schon im Ring los, aber noch ein bisschen muss Chisora warten. Und er wartet auf Wladimir und dann passiert das. Er spuckt ihn einfach ins Gesicht. Da setzt er noch einen drauf auf die Ohrfeige, die es beim Wiegen für Vitali gab. Let's get ready to rumble! Aber endlich dürfen dann die Fäuste sprechen nach der Ankündigung von Ringsprecher Michael Buffer. Die erste Runde, Chisora, 12 Jahre jünger. 13 cm kleiner. Er muss in Vitali hereinkommen. Er muss die Distanz verkürzen und er versucht das gleich von Anbeginn. Ein temporeicher Kampf. Die Zeitlupe zeigt aber, dass Vitali auf der Hut ist. Kontert Chisora mit der linken ab. Der aber weiß auch eine Antwort. Runde 5. Nach dem temporeichen Anfang von Chisora hat sich der Tumult etwas gelegt. Vitali hat die Oberhand gewonnen, aber er muss immer wieder aufpassen, denn der Engländer lässt keine Ruhe. Ringrichter Guido Cavalieri muss kurz trennen und dann sind wir in der 7. Runde. Und in der geht es richtig zur Sache. Chisora merkt, dass er für die 8. Runde ja den K.O. angekündigt hat für Vitali und legt so richtig noch einmal nach. Sie sehen, wie die rechte und die linke, das wirkt alles ein bisschen wild bei Vitali, einschlagen und auch durchaus Wirkung hinterlassen. Er merkt, hoppala, dieser Mann hat keine Angst vor mir, wie so viele vorher, die sich mir gestellt haben und großartig angekündigt hatten, mich zu entthronen. Da sitzt die Rechte. Und Vitali muss aufpassen, dass ihm das Gefecht in dieser Phase nicht entgleitet. Chisora marschiert unaufhörlich. Und die Frage ist, wie lange kann er das durchhalten? Cavalieri ist dazwischen und die Zeitlupe aus dieser aktiven Runde von beiden. Die Rechte sitzt von Chisora, aber dann der Konter. Eine Rechte von Vitali hier. Chisora trifft nochmal zum Körper. Und dann sehr unterhaltsam und deutlich zu sehen, wie Vitali die eine Rechte und die zweite noch hinten drauf setzt. In der 10. Runde weiß dann Chisora schon, okay, auf den Punktzetteln der Punktrichter liege ich hintern und jetzt falle ich vielleicht sogar noch um. Er muss alles riskieren. Er muss die letzten Runden gewinnen. Nein, er muss im Grunde genommen schon den K.O. anbringen, aber nicht so. Sie sehen, wie da Vitali der Rechten gekonnt ausweicht. Und dann schon die letzten Sekunden der finalen Runde, in der es für Chisora um alles geht. Beide haben viel gegeben. Man sieht es, wie sie nochmal in die Seile fallen. Entkräftet. Cavalieri ist da. Gibt den Kampf noch einmal für ein paar Sekunden frei. Die finalen Schläge. Chisora versucht es noch einmal, aber dann ist es vorbei. Die linke trifft Vitali nicht mehr. Er eilt zu seinem Bruder, zu Wladimir, der auch seinen nächsten WM-Kampf bald vor der Brust hat. Beide haben sich gemeinsam in Going vorbereitet. Das hat ihnen viel, viel Spaß gemacht und das hat sie noch einmal zusammengeschweißt. Sie, die sie seit Jahren im Schwergewicht unschlagbar sind. Und dann schon wieder Tumulte. Don Charles ist dabei, Diskussionen mit Wladimir. Derek Chisora weiß, ich habe verloren, aber er möchte es einfach nicht hinnehmen. And still WBC Heavyweight Champion of the World, Dr. Eisenhaus, Vitali Und dann eigentlich ist jetzt vorgesehen ein ganz normales Shake Hands, fair. Aber Derek Chisora, er kann nicht, er will nicht fair. Er fängt wieder an zu diskutieren. Ein Bild ungefähr wie beim Wiegen. Sie stehen voreinander, als ob sie gleich nochmal den ganzen Kampf durchgehen wollten. Und Wladimir kommt dazu, der Mann, der sich hat anspucken lassen müssen. Und erzählt Derek Chisora auch noch einmal, was sich gehört und was vor allen Dingen die beiden Klitschkos von ihm halten. Vitali sagt es ganz deutlich. Sportlich hat er einen großen Kampf gemacht und mich gefordert. Da habe ich Respekt, aber menschlich überhaupt nicht. Er gibt kein gutes Bild ab. Der Herausforderer, der hier seine dritte Niederlage hinnehmen muss und seinen 44. Sieg feiert,
ausgelassen mit den Münchner Fans. Vitali Klitschko, er hat sich die Laune nicht nehmen lassen. Ein schöner Kampfabend erneut. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Seien Sie wieder dabei bei den Klitschkos.